Löwe, Hallihallo, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Für die, die mich noch nicht kennen, okay, oder neu dabei sind. Löwe, also ich habe es vorhin schon gesagt, ja, also bei dem Video von Krebs, ich bin eigentlich schon heute auf dem Sprung gewesen, woanders hin. Ja, ihr seht, ich habe meine Jacke alles schon an. Aber immer wenn meine Karten rufen und ich habe Karten dabei, muss ich sofort eine Legung machen und auch ein Video machen. Oder ich muss eben so lange warten, bis das die Legung zu Ende ist. Also ganz krass, okay? Löwe, solltest du eine Notfall-Express-Legung von 30 Minuten benötigen? Am gleichen oder am nächsten Tag bekommst du einen Termin von mir. Die Legungen von einer Stunde und die Therapien, ja, sind schon weiter im Voraus. Schreib mich also an. Wir gucken aber jetzt, was ist die Klarheit, die für Löwe in diesem Monat November eingeplant ist vom Universum, von deinen Energien. Worum geht es, wenn du bereit bist, über diese Tellerrand-Energie herauszugucken, ja, oder rauszuschauen? Hier, guck mal. Die Karte der Liebenden ist eine mega schöne Karte. Na klar, reden wir von Partnerschaften, von Gefühlen, von Unionen, von Verbindungen, von alles, was mit Liebe und Menschlichkeit oder zwischenmenschlicher Verbindung zu tun hat. Ja, man sieht es auch hier. Heiraten, bla bla bla. Ja, aber diese Karte redet auch von dem Versprechen, was man sich selber gibt oder die Verbindung mit anderen Menschen außerhalb der Liebe. Geschäftsverbindungen, Familie, ja, ein Band, was man gefestigt hat oder festigen möchte, was auf irgendeine andere Art und Weise außerhalb der Frequenz der Liebe von Bedeutung sein wird. Das heißt, es geht bei vielen um Gefühle von Liebe und Partnerschaften, in einer Partnerschaft zu sein oder einen Menschen in deinem Leben zu lassen oder sich für jemanden zu entscheiden. Ja, aber es geht auch darum, denk dran, mache immer von deinem freien Willen Gebrauch, eine Situation, eine Verbindung anzugehen oder eine Verbindung zurückzulassen. Fühle dich niemals in der Pflicht, etwas zu machen, was du nicht möchtest, okay? Warum ist das so? Weil alles, was wir mit guten Absichten machen, kommt mit guten Absichten zurück. Alles, was wir an guten Energien weitergeben, kriegen wir irgendwann an guten Energien zurück. Alles, was wir auf einem gesunden Nährboden machen, kommt auf einen gesunden Nährboden zurück. Es dauert manchmal. Warum? Weil die eigene Löwenenergie, die sehr dominant sein kann, auch sehr powerhaft sein kann, kann manchmal eine eigene Fallstricke sein und kann auch vielen Menschen Probleme bereiten, in der Alltagssituation klarzukommen durch ihre Power, durch ihre Dominanz halt, okay? Aber in der Regel ist es so, glaube daran, dass diese mächtigen Energien, die du in eine gute Umsetzung bringen möchtest oder dass du mit einem Menschen teilen möchtest, auch der richtige Flow sein wird in dem Moment, wo der richtige Zeitpunkt da ist. Das heißt, eine Verwirklichung, ein Wunsch wird sich realisieren, ein Versprechen, ein Bündnis, ein Vertrag, ein Abkommen, weiß ich nicht, also eine Vereinigung wird sich geben im Monat November oder im Monat November werden die Weichen gestellt werden. Liebe, aber auch in anderen Bereichen, okay? Finde ich mega geil. Denk dran, die Kehrseite der Medaille heißt, du hast die freie Wahl, ja? Mach von deiner Kapazität zu entscheiden, wirklich Gebrauch und fordere dich auch selber hinaus oder heraus, nicht nur aus dem Herzen, nicht nur aus dem Kopf heraus, sondern aus deiner wahren Seinsform aufmerksam zu sein, Aufgaben anzunehmen, aber auch wenn es um Gespräche geht, um Verhandlungen geht, auch Klarheiten reinzubringen und auch deine Sicht zu verteidigen, aber auf einer menschlichen Ebene. Ja? Wie wird es unserem Löwen im Monat November gehen? Ich habe es hier. Guck. Die Veränderung, die Transformation. Es darf etwas Altes zurückgelassen werden, um etwas Neues zu beginnen. Manchmal heißt es auch, wir lassen Partner zurück, ja, wir lassen Kinder zurück, wir lassen unsere Verhaltensmuster zurück. Wir tauschen den Herd aus, weil der langweilt uns mittlerweile, okay? Weiß ich nicht, wir nehmen eine neue Art von Bettwäsche, obwohl wir 50 Jahre lang gewöhnt sind, weiß ich nicht, Baumwolle auf einmal am Körper zu haben, ja, obwohl wir 50 Jahre gewöhnt sind, weiß ich nicht, Frotti zu tragen. Keine Ahnung, mir fallen jetzt gerade keine Beispiele ein, ja. Warum? Weil Löwe gar keine Beispiele hören möchte. Löwe möchte in dieser Monatslegung wissen, alter Alena, was geht ab? Ja, wie würde es mir gehen? Transformieren, Veränderungen, neue Erkenntnisse. Du bist eine herausfordernde Energie. Egal wie alt du bist, du hast schon so viele Erfahrungen in dem Leben durch, egal wie alt du bist. Und die Vergangenheit ist
deine Bewusstseinsebene im Hier und im Jetzt als bester Meister, als bester Meisterin in die Umsetzung zu bringen. Wie wird es dir im Monat November gehen? Es wird dir gut gehen, wenn du alles das, was sich von Tag zu Tag zeigt, annimmst. Wenn du bereit bist, ja, zu sagen, ja, ich bin menschenscheu. Ja, ich habe keine Lust auf Menschen. Ja, ich lebe für meine Haustiere. Ja, meine Partner nerven mich. Ja, ich will alleine sein. Mach es. Eine Woche, einen Monat, 6 Monate. Aber nicht länger. Okay? Wenn du aber sagst, nein, ich bin voll im Flow. Ja, mein Job läuft. Ich bin sehr in Gesprächen verwickelt. Ja, die Liebe läuft. Ich habe sehr viel Sexualität. Mach es. Super. Genieß es. Kein Enddatum da. Wenn du ein Mensch bist, der sagt, manchmal bin ich fähig, manchmal bin ich Fleisch, manchmal bin ich lieb, manchmal bin ich temperamental. Und es ist für dich okay, mach das. Entscheide nur, was ist das, was deine Realität ist und was ist das, was du wirklich sein möchtest oder wer du wirklich sein möchtest, okay? Nichts anderes. Genieße den Monat November so, wie er sich zeigt, in den jetzigen Energien und wir gucken mal im Laufe des Monats, okay? Dir wird es gut gehen, warum? Weil du dir bewusster über manche Sachen bist, ja? Du ziehst dich zurück von Menschen oder du öffnest dich der Welt. Ja, du kaufst dir ein neues Auto, obwohl du dir eigentlich kein Auto leisten kannst, aber du kaufst dir ein Auto, zum Beispiel, ja. Du kaufst dir, was weiß ich nicht, einen Joghurt, der, was weiß ich nicht, 5% Fett hat, anstatt einen Joghurt, der 30% Fett hat. Das heißt, dein ganzes Leben im November wird sich auf einmal von vielen Kleinigkeiten so verändern lassen, dass du diesen Wandlungsprozess, diese Transformation womöglich gar nicht mitbekommst, okay. Wie wird es dir gehen? Du wirst eine wunderschöne Veränderung leben. Ja, du wirst bewusster gemacht oder werden Dinge bewusster gemacht werden, früher oder später. Ja, du wirst über deine Träume, über deine Visionen, über Tagträume, über deine Intuition neue Wegweisungen erkennen. Ja, ein Mensch kommt immer wieder in deinen Gedanken oder ein Mensch wird immer wieder in deine Gedanken kommen. Es kann auch eine verstorbene Seele sein. Aber wenn du mit jemandem etwas zu klären hast, dieser Mensch wird sich zeigen oder diese Energie wird sich zeigen anhand eines Traumes. Hast du einen Traum, der verwirklicht werden möchte? Ja, egal welche deine Träume sind, gehe deinen Träumen nach. Dir wird es bisher im Monat November gut gehen, mit ein paar Herausforderungen, ja. Aber es heißt, sei dir immer bewusst über das, was ist. Und lebe auch bewusst in deinem Umfeld, ja. Lasse auch Menschen bewusst in dein Leben eintreten. Lass die Menschen sich auch zeigen. Und dann kannst du die Menschen eher wieder rauskatapultieren oder genießen. Genieße auch das Zwischenmenschliche, ja. Also das heißt auch, wenn ein Traum, den du verwirklichen möchtest, wenn etwas, was du gerne leben möchtest, noch nicht ganz da ist, kein Problem. Visualisiere, manifestiere, ja, gebe nicht auf, lass dich nicht runterziehen, sondern ab nach vorne. Du kommst im Monat November in deine Vokation oder wirst immer mehr in deine Vokation reingeraten, okay? Viele von euch machen auch Astralreisen, viele von euch machen auch Meditationen, viele von euch sind in Heilberufen drin, viele von euch haben eine mega geile Ausstrahlung, auch eine Heilenergie. Genießt es, okay? Genießt es. Hier geht es darum, worauf sollst du dich fokussieren? Auf die Abgrenzung. Vorsichtig mit Abgrenzung, vorsichtig mit Isolationen, vorsichtig mit das, was in deinem Unterbewusstsein vielleicht etwas auslösen kann, wo man sowohl zwischenmenschlich, aber auch mit dir ein bisschen in eine Depression oder in einen Kakao geraten kann. Die Integrität zu dir selber wird eine große Herausforderung werden können, aber nichtsdestotrotz ist es eine Verwirklichung, um dir nochmal eine andere Sicht der Dinge zu zeigen. Das heißt, wir haben immer positiv und negativ in Einklang. Merkst du? Richtig krass. Vorsichtsmaßnahme gibt es hier nur vorsichtig mit Isolationen, ja, vorsichtig mit Gefühlsausbrüchen, vorsichtig mit das, was du vielleicht sagen willst, aber sagst du nicht. Vorsichtig einfach das, was du schon spürst, ja, was kommen wird, wenn du spürst, da ist was im Argen. Vorsichtig, dass du nicht impulsiv reagierst, sondern lass dich alles aufzeigen, lass dich jeden aufzeigen. Gebe nicht zu viel in einen Menschen rein, der vielleicht nicht bereit ist, dir was zurückzugeben. Ja? Geh nicht immer auf Sachen ein, wo man eine falsche Wahrnehmung hat. Der hat mir jetzt geschrieben, der hat mir was gesagt, ja? Oder wie hat der und das jetzt gemeint? Nein, also überprüfe auch mal, wie nimmst du die Dinge an und wie löst du die Dinge. Wir haben für Löwen eine mega geile Energie im Monat November, aber in der zweiten Hälfte gucken wir nochmal genauer rein, weil hier geht es darum, viele emotionale Sachen, viele mentale und bewusste Sachen, ja, werden sich aufzeigen. Und glaube daran, dass das Universum dich unterstützt.
Viele von euch werden durch den Kakao gehen müssen, weil es die Zeit aufzuwachen. Es ist die Zeit der Erkenntnis. Es ist die Zeit der Verwirklichung. Es ist die Zeit der Integrität. Es ist die Zeit der Klarheit. Es ist die Zeit der Offenbarung. Es ist die Zeit der Ruhe. Ja, und viele von euch werdet ihr im Flow der Flow sein, wo alles rund läuft und man sagt, Porno, mega geil. Okay, also sei einfach nur bewusst oder vorsichtig, nicht abzurutschen. Okay, so, wenn du ein besonderes Anliegen hast, etwas, was dich beschäftigt, egal ob es die Liebe ist, egal was es ist. Du hast ein besonderes Anliegen, was dich beschäftigt. Was passiert damit? Dieses Anliegen kann sich zum Guten wenden, noch im Monat November oder bis spätestens Ende des Jahres. Es fehlt noch ein Schritt, es fehlt noch eine Entscheidung, es fehlt noch eine Konfirmation, es fehlt noch ein Puzzleteil, damit sich diese Situation komplett auflöst. Was auch immer es sein mag. Also du bist einen Schritt davon entfernt, dass diese Situation, egal welche die ist, das, was dich beschäftigt oder beschäftigen wird, in die Aufklärung kommt, okay? Wie ich dich sehe, ist, wir haben einen sehr, also guck mal, wir haben viel das Bewusstsein, ja? Die Menschlichkeit, die Isolation, das Temperament, die Transformation. Es geht vielmehr um das Spirituelle, um das Menschliche, um die persönlichen Energien. Nicht mal mehr um die Gesundheit, heute nicht, vielleicht nächste Woche. Ja, heute geht es nicht um die Gesundheit, um das Geld, um die Finanzen. Nein, es geht darum, wie lebst du dein Leben? Wie isolierst du dich? Wie sehr bist du bereit, am Leben teilzuhaben? Wie sehr holst du den Löwen aus dem Schrank raus? Ja, wie sehr bist du bereit, auch Dinge zu verändern, auch umzuziehen? Ja, wie sehr bist du bereit, auch wirklich zu sagen, ja, ich bin ein Opferkind manchmal und ich bin bereit, mich zu verändern. Ja, ich sehe meine Fehler ein. Es geht mehr um dich. Ja, guck mal hier, sei kein Außenseiter, isoliere dich nicht, sondern ab durch die Mitte, genieße die Aufmerksamkeit, genieße den Flow, genieße, wenn man mit dir redet oder mit dir shakert, ja, genieße es, im Mittelpunkt zu stehen, du bist ein Mittelpunktsmensch, genieße es, bring auch Veränderungsvorschläge mit rein, ja, Verbesserungsvorschläge, mach also wirklich das, was du für richtig erachtest, aber grenz dich bloß nicht ab, ja, ganz wichtig. Alleinerziehende, Single, ältere Generation, die keinen Menschen in ihrem Leben haben, die absolut, ja, Singles sind. Was passiert in der Liebe? Du kannst in der Liebe jemanden treffen, der sehr attraktiv ist. Ja, du kannst auch einen romantischen Austausch haben, auch Sexualität. Aber wir haben noch keine feste Partnerschaft. Es geht eher um die Anziehungskraft, es ist eher der Magnetismus. Es ist noch eher das Begehren, es ist noch eher der Austausch. Also noch heute haben wir keine feste Partnerschaft, aber schon eine gewisse Anziehungskraft. Warum? Weil deine Message ist, dein Bewusstsein, deine Spiritualität, dein Außen, dein Innen zu unterstützen, ja, zu gucken, was Ambach ist und dann erst clean zu werden für die Liebe. Dreieckskisten heißt, gib der Liebe eine Chance, seht es nicht nur als sexuelle Affäre an, sondern für die ein oder andere Dreieckskiste kann sich hier eine feste Partnerschaft entwickeln, wo man sich für den anderen entscheidet. Ja, Fernbeziehungen, habt ein bisschen Geduld. Ja, es gibt bald ein Treffen womöglich, aber Fernbeziehungen heißt es. Es ist ein bisschen aufwendig, es ist ein bisschen schwierig manchmal, ja. Aber ihr seid füreinander bestimmt, glaubt an die Liebe und macht weiter. Die Partnerschaften, einige von euch kommt in die Trennung, ja, gewollte Trennung, nicht gewollte Trennung. Einige werden sich trennen müssen, damit man auch zu dem Partner findet, der für einen bestimmt ist. Und für die, die sich nicht trennen, schätzt den Partner, geht mehr in die Liebe rein, okay? Öffnet das Herz, führt Gespräche von Herz zu Herz und gibt der Liebe hier nochmal eine Chance in der Partnerschaft für die, die sich nicht trennen oder nicht trennen möchten, okay? Gib dem Leben die Farbe, die dich glücklich macht. Gib der Liebe die Farbe, die dich glücklich macht. Zeige dich in deiner ganzen Pracht, Löwe. Okay, die Klarheit wird kommen, das Vertrauen wird kommen, alles wird kommen, viele neue Projekte werden kommen, die ich hier gar nicht erwähnen kann, diesen kurzen Videos. Deswegen gibt es die privaten Legungen, ja. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, mit wem man sich bindet, auf wen man vertraut und wie man sich auch selber gibt. Also es gibt eine große Lernaufgabe im Monat November, für dich noch zu meistern. Geh sie an, sie wird sich aufzeigen und hol den Löwen nur raus, wenn er angebracht ist. Ansonsten sei einfach dieser Mensch, der wirklich im Hier und im Jetzt leben möchte und genießen möchte. Von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye.